Ihr Lieben da draußen, eine schöne Wohnfolge auf Arca Center und bei uns auf dem Community-Server. Links von mir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste die Aria sein. Hallöchen. Und auf der rechten Seite, also ich bin jetzt gerade mit der Kamera verkehrt, ist die Bloody. Hallöchen. Hallo. Aria, du bist auf diesem lilanen, rosanen... Richtig. Dings. Und du bist auf dem braunen, auf der anderen Seite, ne? Genau. Okay. Und... heute, ich zeig mal ganz kurz auf der Karte, stellen wir auf unserem Community-Server, pass auf, ich mach mal die Karte lieber so, auf dem Community-Server, das Tierheim heißt es, ne? So habt ihr es genannt. Mhm, ja. Der Community-Server, der ist jetzt vor kurzem mal gewiped worden, damit alle alten, vergammelten und nicht gebrauchten Strukturen mal gelöscht werden. Und da hattet ihr ja damals schon ein Tierheim gehabt, das habe ich aber leider ohne schöner Wohnen gemacht, also... wir sind jetzt zwar keine richtige schöne Wohnung, wir wohnen ja nicht in dieser Struktur, aber es ist eben eine Struktur, die bei uns auf dem Community-Server sehr, sehr wichtig ist. Die ist eben da, damit ihr entweder, wenn ihr auf dem Spiel, auf dem Server seid und habt so viele Tiere und möchtet die gerne abgeben, vielleicht für irgendjemanden, der vielleicht auf dem Server neu joint oder irgendjemanden, der das Tier vielleicht gerade nichts gezähmt hat oder gar nicht zähmen kann alleine, der kann sich das dann hier im Tierheim abholen, ne? Richtig. Wir sind auf der Position mehr oder weniger da, wo wir gerade sind, so 81, 19 ungefähr. Da steht's hinter mir. Und die zwei zeigen mir es. Ihr habt das alle beide zusammengebaut, ne? Ja, ja. Also sie hat den Großteil gebaut. Ich habe dekoriert, angepinselt. Das gehört dazu. Da bin ich immer so faul. Da bin ich meistens immer so faul für meine Base. Das Dekorieren und Anmalen von Sachen, das bleibt dann meistens immer alle so roh stehen. Ach, bei dir gehen wir mit dem Pinsel auch noch durch. Mach das. Kannst du alles gerne machen. Okay, ich fliege euch hinterher. Alles klar. Vorweg, bevor wir das Ganze hier zeigen, ihr könnt gerne dem Discord joinen und auch diesem Server hier. Der Server ist free to play. Ihr könnt hier gerne drauf joinen. Es gibt zwei, drei nette Mods. Da werdet ihr gleich sehen. Wir haben nämlich hier auch so tolle neue Strukturen. Und wenn ihr auf diesem Server spielen möchtet, müsst ihr dem Discord vorher joinen. Da kriegt ihr nämlich die ganzen Daten und auch das Passwort. Was steht denn hier draußen? Und die Regeln. Was steht denn hier draußen? Willkommen im Tierheim. Hier, was ich mal sagen. Hier freuen sich Tierchen lieber. Nein, hier freuen sich Tierchen lieber ein neues Zuhause. Nee, genau. Überein, achso, das ist ein Ü, ein U, achso. Ja, das Problem ist, wenn du ein RÖÜ machst, dann hast du immer so einen viereckigen Kasten. Ja, genau, Ü gibt E. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein L und dann I, dann habe ich mir gerade gedacht, hä? Okay, jetzt habe ich es. Nein, nein. Pack mal deinen Tabechara hier drinnen, dann machen wir zu. Dann passiert nichts. Nicht, dass der angeknabbert wird. Ich will am roten Orb doch einige Alpha-Tierchen. Ja, das stimmt. Genau, überall sind auch Schildchen an Infos, einfach, weil man doch gerne vergisst, irgendwie Futter oder sonst irgendwas reinzulegen in die Tierchen. Aber im alten Tierheim sind uns tatsächlich ein paar gestorben, weil nicht genug Futter drin war. Deswegen das bitte nicht vergessen, die fressen nicht aus dem Futtertrog, wenn die freigelassen wurden. Das haben wir extra getestet. Ach so, stimmt ja, die werden ja nämlich auch, ja klar, die müssen ja irgendwie von den Leuten, die dann hier vorbeikommen, übernommen werden, ne? Klar, die müssen dann ja freistehen. Das heißt, richtig. Viel Essen in die Tiere reinstopfen. Ja, genau. Und sie das ist ganz, passiv ganz wichtig. Und auf passiv, weil ansonsten fliegen sie hier überall rum, wenn wir einmal angegriffen werden. ist ja auch noch ganz lieb, weil ansonsten müssen wir sie wieder einsammeln. Ja, das ist, ich finde die Schrift von den Schildern immer so unlesbar. Ja, die ist ein bisschen dick, ne? Ja, auch so dieses Kursiv ist manchmal nicht wirklich verständlich. Aber egal. Wichtig ist, gibt das Schild das gleiche hier auf der anderen Seite auch noch oder nur auf dieser einen Seite? Ich habe die überall so ein bisschen verteilt, die Schilder. Genau, das ist nämlich wichtig, dass es auf Passiv und eben Essen drin ist. Das Problem gibt es hier eigentlich bei dem Essen, dass Essen das Fleisch meistens zu schnell vergammelt, finde ich. Mhm. Ja, das stimmt. Gut, wir machen ja trotz allem unsere Kontrolle hier. Heißt, wir gucken auch mal, wir nehmen tatsächlich auch mal Tiere an, gucken, haben die noch genug Futter drin, lassen sie wieder frei. Also das machen wir schon auch. Also wir gucken, dass keins kaputt geht hier. Das ist schön.
Wäre es nicht vielleicht besser, wenn man die Sachen vielleicht in dem Kryo, also ich weiß ja gar nicht, was ihr alles gebaut habt, werden wir ja nachher sehen und wie das Ganze funktioniert, aber in so einen Kryo-Kühlschrank reinstopfen kann? Kann man den irgendwie öffentlich machen für alle? Nee, ne? Ja, machen wir auch noch, genau. Ja, aber wir finden es auch ganz schön, wenn die Tierchen draußen stehen, weil dann muss Finde man ich auch sie nicht nett. erst rauswerfen, damit man sie sich angucken kann, weil einige kommen ja auch für Farben her. Dementsprechend, genau. Genau. Sieht manchmal auch ganz hübsch aus, wenn sie draußen stehen. Ich liebe diese Bauteile. Ich liebe sie. Ich finde die so Ja. cool. Habt ihr mal die Base von Kim gesehen? Die hat ja, ist ja auf unserem Server jetzt auch gejoint, und Noch hat nicht. ganz, ganz schnell was gebaut. Eine ganz niedliche Mini-Base am Strand mit so, mit diesen, ja, weiß nicht, Netztauen oder sowas. Ist einfach cool geworden. Muss ich mir mal angucken. Ja, deswegen habe ich hier auch wirklich um das komplette Tierheim diesen Zaun rumgezogen, weil ich fand den viel schöner und materialmäßig war es auch günstiger, den hier einfach drum zu machen. Ich fand das richtig schön, wie diesen normalen Zaun. Das ist cool. Und was sagst du zu der durchsichtigen Brücke hier, zu der Glasbrücke? total gut. Ich habe nur gerade eben unten drunter irgendwie Schattenprobleme. Das sieht ein bisschen aus, als ob das irgendwie alles immer so stückweise zusammengebaut wird. Okay. Bei mir nicht. Bei mir fließt hier schön das Wasser durch, ja. Cool. Funktionieren die Mützen wieder oder was habt ihr gemacht? Wir haben einfach die normalen Rüstungsteile einfach nur angezogen, Ah, ohne so. Skin. Okay. Die Brücke Ich sieht trage toll einfach aus. Eisenhelm und Und Mützchen. Gleichstoff. Ich folge. Möchtest du ins Gebäude rein oder erst draußen noch gucken? Das, wie ihr das machen möchtet. Ich folge und gucke und staune. Oh, geht die Brücke da oben noch zu euch? Also zu hier, zu dem Gebiet hier? Oder ist das von jemand anderem? Oben am Wasserfall Ja. gehört auch noch hier dazu. Wow, das sieht cool aus. Ja. Hier kannst du auch rüber. Habe ich extra einen kleinen Steg hingemacht. Das sieht nett aus. Wenn ihr die Valheim-Folgen gesehen habt, ich mag irgendwie Stege. In Valheim habe ich in jeder Ecke, wo ich immer angesetzt habe, also mit meinem Boot, habe ich immer einen Steg gebaut. Ich konnte das nicht einfach so stehen lassen. Wir brauchen allerdings noch zwei Otter oder so hier, damit die Piranhas hier wegfuttern. Ah, okay. Ja, aber die Otter spawnen leider so selten. Ja, also das werden wir hier auf jeden Fall noch brauchen. Dann einfach einen Otter zähmen und einfach hier auf aggressiv stellen. Oder, nein, geht ja nicht. Aggressiv stellen greift auch die anderen Tiere auch an. Richtig. Oder? Und hier hast du auch eine kleine. Eine kleine Hängematte, da kannst Hängematte. du. Ja, habe ich alles. Ich habe an alles gedacht. Kannst du die einfach so reinsetzen und dann sagst du, ja, du lässt sie fallen in die Paranoias, wenn sie sich nicht benehmen. Man kann sich doch da reinlegen, das weiß ich doch. Wie geht denn das? Muss auf E. So, Ja, lange ah, hier. drauf. Genau. Okay. Das war's, die Folge ist vorbei. Okay. Ich setze mich dann hier hin, ich will dann schon mal. Schönen Blick auf den Wasserfall. Das fand ich musste das kleine Super Inselchen hier schön. mitnutzen. Ja. Ja, es ist eine tolle Stelle. Ist echt eine ganz, ganz tolle Stelle. Ich mag die total. So. Genau. Ah, hier wieder ein neues Schild. Genau, da habe ich nämlich, da sieht man es nämlich, da habe ich dieses Ü nicht als U reingemacht und da ist jetzt ein viereckiger Kasten. Sehe ich jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, ob die Bäume stehen bleiben. Wenn die nämlich selber wandern, die Tiere, dann kann das sein, dass sie einfach über alles drüber latschen. Also solange der Baum hier auf dem Inselchen drauf bleibt, ist das okay. Ja. Der muss bleiben. Aber alle anderen ist okay, wenn da was, wenn die nicht mehr da sind. Ja, wirst du sehen, wenn du irgendwelche größeren Tiere hier hast, die dann auf Wandern gestellt sind oder sowas, dann werden die leider auch ab und zu mal da drüber latschen über die Brücke da hinten. Ja. Ja, selbst wenn hier die Rexe kommen oder Gigas hatten wir ja im alten Tierheim auch schon, dann hat sich das eh schon erledigt. Guck, da ist der Bob. Na, Bob? Nein, bei mir heißt er Günther. Also Günther. Wir haben ja jetzt noch so einen von der Animated Series haben wir ja den Bob bekommen. Da ist der Bob. Stimmt. Eigentlich, kann ich dem eigentlich den Skin auch anziehen? Geht Bei das? mir hat er so ein bisschen löchrige Kleidung. Ja, hat er. Das sieht auch cool aus. Nee, Fände nicht. ich sogar cool, wenn es sowas gäbe. Aber das ist leider, ich glaube, weil der zu Mucki-mäßig ist, oder? Ja, ich Ich glaube, glaube da eher, ist das Model einfach nicht ganz sauber. Ja. Ja, das ist ein Fehler irgendwie. Aber sieht gut aus. Bob. Für die Leute, die nicht wissen, was die Animated Serie ist, es gibt ja diese, was kann man eigentlich sagen? Animationsserie.
Vergleichbar mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gucke nicht so viele Animationsserien. Und warum gucken wir eigentlich in die falsche Richtung? Und es wird eben. Oh. Und es wird jetzt eben ein. Ups, du hast den Tisch mitgenommen. Den Tisch mitgenommen. Hey. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die Geschichte von Ark, die einfach hier in so blöden Zettelchen und Dossiers erzählt worden ist, wird dann eben als Comic, Animationscomic erzählt. Und da ist eben der Bob. Der Bob. Okay. Oh, passt der Tisch nicht. Wieso? Ist egal. Passt doch. Passt auch. Ist doch super. Ich sitze hier, alles gut. Ich sehe ein bisschen komisch aus, weil ich meine Haare auf dem Server nicht machen kann, aber sieht aus wie der Weihnachtsmann irgendwie, ne? Ja, bei mir hast du einen helleren Bart als. Ja, bei mir auch. Die Haare dunkel sind. Ja, nee, ich habe auch keine grünen Haare, weil ich durfte keine Haare. Und ich habe auch den falschen Bob Ross Frisur, weil das ist die lange. Es gab noch die mittlere. Und die habe ich gehabt. Und die mittlere darf ich nicht nehmen, weil es hier auf dem Server nicht funktioniert. Und mein Bart ist auch nicht der richtige und die Farbe ist auch nicht die richtige. Der Tisch. Nein, da nicht platzieren. Keine Ahnung. Backt das bei mir? Ja, ich bin jetzt auch gerade. Muss ich erst die Bänke wieder wegmachen. Entschuldigung. Okay. Dann lassen wir das. Genau. Das ist bloß so eine kleine Terrasse hier. Mehr ist das eigentlich hier. Ja, aber gefällt. Kann man, ich weiß nicht, welche Let's Play-Folgen ihr von Ark gesehen habt. Da gibt es hier zum Beispiel, wo wir damals alle zusammengespielt haben, aber ein bisschen verteilt auf dem Server. Und dann haben wir gesagt, wir machen auf der, das war glaube ich Shigo Island, dann machen wir in der Mitte der Karte bei 50-50 ein Community-Haus. Ein Haus. Ah, stimmt, ja. Und dann haben wir uns dort immer getroffen, wenn wir irgendwas geplant haben. Alle haben sich dort getroffen, da gab es so eine Art Landezone für die Tiere und dann haben wir innen drin so eine riesengroße Schanke gehabt. Die habe ich schon mit Stone zusammengebaut. Okay. Hier werden dann über Tiere, weißt du, diskutiert, weil ja, zwei genau. Selbe Tier haben wollen, sondern sich hinsetzen und dann Revolver-Duell über den Tisch oder so. Warum die Tiere ausgesetzt werden. Der hat mir meine Möhren geklaut. Der kommt raus aus meiner Base. Willkommen im Tierheim. Treten Sie ein, junger Mann. Oh, danke schön. Der Bart ist nur gefärbt, weil er grau ist. Was steht hier? Tür. Oh. Türe bitte wieder schließen. Oh, Schilder, 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 Schilder. Da ist noch ein Bob. Ja, hier hab ich versucht, eine kleine Rezession hinzubauen. Voll hoch. Ja. Die musst du, glaube ich, die kannst du doch auch so, kann man die nicht, es gibt doch Foundations, die so ein bisschen höher sind, glaube ich, die kannst du doch, glaube ich, aussetzen, oder? Dann stehen die sogar eine Etage höher, wenn die das überhaupt machen. Ja, das sind ja hier, das sind ja schon die halben Wände und dann, na, ging leider nicht. Mhm. Ich habe alles probiert. Mal gucken, vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Rezeption. Schauen wir mal. Gibt's die wirklich? Ist das Fake? Oh, die gibt's wirklich? Mhm. Ah. Die Zitronen, okay. So. Sind die Tiere, die hier schon stehen, kann man die alle nehmen? Oder sind das einfach nur so stehenbare Tiere? Nein, das sind meine Arbeitstierchen. Die habe ich noch ein bisschen dagelassen, dass ein bisschen Leben hier drin ist, bis es eröffnet ist. Aber der hier ist schon. Erster Stock Rezeption, zweiter Stock Küche und Werkstatt und Lounge. Dritter Stock Lagerräume. Dachs? Ist es ein S? Nein, das ist ein Doppelpunkt. Ah, Dach und Flugtiere. Okay. Genau. Hier sind die Minis. Hier kommen dann die kleinen Griffins rein und weiß der Kuckuck was alles. Kompis und. Voll gut. Boah, ich sehe das schon kommen. Viele Leute, die das nicht wissen, auf dem letzten, ja, nicht letzten Community-Server, das ist ja der gleiche Community-Server, aber als bevor wir den Vibe gehabt haben, hatten wir auch schon ein Community-Tierheim und das war voll mit Tieren. Das war echt toll, als ich da mal ankam und das war. Fand ich schön, dass so viele Leute einfach Tiere abgegeben haben. Warum in der Base oder warum töten, wenn man sie einfach irgendjemand anders schenken kann? Und da muss ich wieder Werbung machen. Oh ja. Vielleicht wieder Werbeartikel. Genau, das darfst du dann wieder machen. Werbeartikel? Oh. Schieß los. Was denn? Ich habe für das alte Tierheim, vor dem Vibe habe ich immer in den ASA-Chat so kleine Berichte geschrieben über Tiere, die zum Beispiel schon länger nicht adoptiert wurden und die nur dazugekommen sind. Und dann haben die quasi so einen eigenen kleinen, immer so ja, jede Woche, wie es bei mir hingehauen hat, habe ich so einen kleinen Artikel geschrieben mit dem, was neu dazugekommen ist, was es aktuell so zu abholen gibt. Ein bisschen Werbung gemacht fürs Tierheim. Oh, das ist so schön. Ja.
Ein kleiner Dodo, ein kleiner grüner, lilaner Dodo sucht ein Heim für zu Hause, um Eier zu legen. Zum Beispiel. Hier habe ich einen Schrank extra für... Also ich kam heute drauf, weil die Bloody, die hat was gesucht gehabt. Die hat einen bestimmten Greif gesucht. Und dann dachte ich mir, hey, ich stelle da jetzt einen Schrank hin und schmeiß Notizen rein. Und da können die Leute dann vollschreiben mit, ich suche, keine Ahnung, einen grünen Agi oder weiß der Kuckuck was. Hm. Ich dachte, so eine kleine, wie diese Suchtafeln beim Tierhandel oder so. Das ist gut. Das ist gut. Was ich übrigens in Deutschland immer so toll finde, ich sag mal Deutschland, weil ich das Deutschland kenne, vielleicht ist es ja in der Schweiz, in Österreich und sonst wo auch so. Ich bin da einfach irgendwann mal zum Rewe gelaufen und dann war da so ein Regaldreck am Anfang mit Büchern. Und ich wusste das nicht, weil das hier bei uns auf Sizilien gibt sowas natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum ist denn da ein altes Regal mit Büchern? Und dann hat mir dann jemand erklärt, da kommen die Leute, die stellen dann irgendwie alte Bücher hin und nehmen dann wieder Bücher mit, die sie vielleicht dann lesen wollen, von jemand anders dort gelassen. Also ja. So einfach so ein ja. Nehmen und Geben. Fand ich gut. Ja, es gibt es auch an Bushaltestellen, wenn man so auf den Bus wartet. Und dann. Ja, das haben wir zum Beispiel das an Grundschulen. Das gibt es an Bushaltestellen? Ja. Und das machen die, sagen wir mal, Anführungszeichen, sind ja keine, ich muss nicht unbedingt Jugendliche sein, aber randalösen Menschen, machen die es nicht kaputt? Nee, tatsächlich bei uns ist es in den kleinen Dörfern und so oftmals, da sind die Leute noch etwas sozialer. Also ich muss auch sagen, bei uns ist es so, dass hier die ganzen Container und alles, was da rumstehen, die werden auch alle beschmutzt und kaputt gemacht und. Aber dieser Kasten, der direkt vor der Schule steht, vor der Grundschule, mit den Büchern drinne, der ist heile, der ist sauber. Krass, ja. Das ist also toll. Ich weiß auch nicht. Bei uns sind sie nur die Mülleimer runterhauen. Da haben sie irgendwie Interesse dran gefunden. Hinterausgang, falls man was Kleineres dabei hat. Und dann kann man da hinten auch rein. Genau, hier an der Treppe ist auch der Futtertrog. Aber das ist hauptsächlich so für unsere Tiere noch und so. Ich habe den Elektroraum gefunden. Den Elektroraum. Es geht nach oben, ne? Müssen wir da oben oder wo geht's lang? Ja. So, hier ist so eine kleine Lounge extra mit schönem Blick auf den Wasserfall. Das ist voll gut. Oder? Fand ich auch. Wenn ich meinen A-Charakter so sitzen sehe, was der für einen Buckel hat. Ich sitze immer so, also im Real Life, so kerzengerade wie so eine Kerze. Also ich finde das immer so schrecklich, wie der so wie so ein Gnom hier sitzt. Es ist aber auch ein Gnom. Oh nein! Ein wunderschöner Gnom. Der schönste. Aber sowas von. Ich fand diesen Ausblick so schön. Ich wollte hier keine Schränke oder was hinmachen. Da dachte ich mir, ich mache hier eine Lounge draus. Bei ja. Staffel 3 hat der Grave hier gebaut. Ah, okay. Das ist aber auch eine schöne Stelle. Eine schöne Stelle, ja. Mich hat nur leider der Wasserfall sehr gestört, weil der ziemlich laut war. Echt, gerade das finde ich so beruhigend. Gerade das finde ich so schön. Bitte was, ich verstehe dich nicht. Hey, mein Lieblingsbauspot von Dex war, glaube ich, bei Lost Island dann in der Burg, neben diesem kleinen Wasser. Da, das war wunderschön. Da ich dann später auch gebaut auf Lost Island. Fand ich super. Ja. Lost Island, mein Spot? Genau. Ja, Lost Island in der Burg drin, neben so einem kleinen Wasserseechen. Muss das gewesen sein, bevor du, glaube ich, umgezogen bist. Irgendwann seid ihr auf einen Baum hoch. Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Zu viel Arg gespielt. So, hier sind unsere Mitarbeiterräume. Da ist extra kein Zutritt. Aber wer jetzt von euch eigentlich? Du bist ja. Eisen. Die rot-schwarze ist Bloody Beauty. Ah, okay. Genau. Das ist nur so ein kleiner Mini-Mitarbeiterraum, wo ich die letzten 4 Wochen, glaube ich, geschlafen habe. Sie kam nicht mehr nach Hause. Nein. Lost. Lost auf der Arbeit. Also, dass du in einem Stinkekäfer schläfst. Ich weiß. Das ist der einzige Raum, wo er nicht abhauen kann. Der ist, glaube ich, auch verschlossen, meine ich. Habe ich nicht zugeschlossen? Ja, genau. So, weiter geht's mit der Führung. Sehr schön übrigens bemalt, das Ganze. Ganz, ganz toll. Dankeschön, Das gibt den Ganzen auch, wenn man zum Minibase kommt, dann merkt man sofort, ja, nett. Und tschüss, ich gehe da wieder. Wenn man aber was ein bisschen bemalt, dann sieht das alles sehr, sehr freundlich aus. Oh, hier gibt's Wasser. Und kochen? Gibt's genau, hier was Essen? Hier ist die Küche. Essen habe ich hier. Ja, gut, da sind noch ein paar Beeren drin.
Hast du was? Ich nehme aber was Klauen mit. Oha, Dex klaut. Ja, ja, mach ruhig. Das können die Leute hier von mir aus auch. Also ich habe hier Zitronen, Kartoffeln und Karotten habe ich hier auch alles angepflanzt. Also das können die Leute sich ruhig auch mitnehmen. Also ist kein Thema. Hier natürlich ganz wichtig, bei Bierfässer. Bier läuft auch. Oh, da bin ich gar nicht so hinter Bier. Gläser habe ich auch bereitgestellt. Da können sich die Leute das dann füllen, können das Glas dann wieder da reintun. Passt. Cool. Alles da, Leute. Ich würde die ja direkt einziehen. Sorry, Tierheim muss geschlossen bleiben. Es wird zu Deckshaus. Kann man auch auf die ganzen Sachen zugreifen hier? Ja. Ja, alles offen. Okay. Also wenn ihr, Leute, wenn ihr Zündpulver und sowas braucht, wisst ihr wo. Einmal hier vorbei könnt ihr alles farmen kommen. Ja. Werkstatt? Kann hier eine kleine Mini-Werkstatt. Dürfte nicht so viel drin sein. Okay, kein Material drin. Das ist schon mal gut. Jetzt kommen die Leute wirklich vorbei und farmen hier. Ich bin der Erste, glaube ich. Und ja, wenn, dann ist nicht viel drin. Es tut jetzt nicht weh, wenn das dann nicht da ist. Ja, und vor allem, wenn sie das letzte Mal haben die Leute auch echt teilweise viele Ressourcen gespendet. Ja, das muss ich auch sagen. Und deswegen dachten wir, bieten wir direkt eine ganze Werkstatt an. Können sich ihre Sättel und so auch hier craften. Jetzt ist eine wichtige Frage. Eine Frage, die ich mich stelle und vielleicht viele andere auch. Ihr seid ja Admins, das sieht man an den Sternen. Ist die Base gecheatet, also mit Bauteilen und Materialien? Ja oder nein? Nein. Alles komplett so gesammelt und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich fertig war hier und bis wir fertig waren. Ich hatte sie in die Minen geschickt. In den Steinbruch, ja, musstest du arbeiten. Ja, mit der Spitzhacke und dann gab es nur abends was zu essen, wenn überhaupt. Dramatisch. Eine trockene Stulle. Ja, Brot genau. Von gestern. Toiletten, nein. Okay. So, hier haben wir noch eine kleine schöne Terrasse. Das ist gut. Cool, oder? Voll gut. Wir hatten die Idee gehabt mit diesem komischen Schirm hier. Das habe ich gemacht. Ja, richtig gut. Ich habe da auch eine Fackel oben rein. Die Fackel hier oben reinbringen, das war vielleicht eine Arbeit. Ja. Oder allein schon den Tisch hier in die Mitte zu bringen, das war... Junge. Ich bin schon wieder. Nerven gekostet. Ich bin schon wieder. Dex ist unterm Stuhl. Ihr müsst mir leider... Nein, ich bin auch unterm Stuhl. Ja, das sind diese Stühle-Bugs bei Asa leider. Nee, du musst mir leider die Foundation wegnehmen. Ah, okay. Hoffentlich fällt jetzt nicht alles auseinander. Gut. Ah, aber ich habe euch beide gleich. Das ist gut. Oha. So, tschüss, ich schmeiß euch raus. Oha. Hast du wieder repariert bekommen? Jo, passt. Ja, passt. Alles gut. Solange der Tisch noch steht, ist alles gut. Das sind die Topf-Dingsbums von der Mod? Oder ist Ja. Die sind voll gut, die kenne ich noch gar nicht. Genauso wie die runden. Die, was hier stehen. Die hier. Ah, die sind nicht so schön. Die fand ich jetzt nicht so toll. Echt? Nee, ich fand die ganz cool. Ich weiß nicht. Mir gefallen die hier. Die sind echt gut. Hast du auch gut bemalt hier mit dem Weiß. Sehr gut gemacht, Bloody. Das hat auch sie zur Hälfte gemacht und ich habe noch ein bisschen hinterher gepinselt. Okay. Sie hat tatsächlich hier die ganzen Metallstrukturen alles schwarz gemacht. Ich hatte keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Und dann ich habe gearbeitet. Ja, sie hat alles gemacht. Und mir mehrfach die Knochen gebrochen, als ich dann von Flugtieren runtergeflogen bin, als ich dann versucht habe, die in der Luft anzumalen, weil ich vom Boden nicht rangekommen bin. Statt dass es sich ein Gerüst schön baut aus Stroh oder so. Ja. Oder ich stand dann auf dem Prüfchen. Ist kaputt gegangen hier. Aber hat Günther nicht ordentlich gearbeitet? Das geht so nicht. Wir feuern ihn. Mensch, Günther, ey. Müssen wir die Stühle hier wieder anpinseln dann? Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich im nächsten Stream mache. Oh, oh. Ein Pferd zähmen. Ich weiß nicht warum, ich habe ganz viele Möhren gerade in der Tasche. Hier musst du mal alleine kurz reingehen, weil das ist ein bisschen klein. Das ist extra eine Toilette. Entschuldigung. Waschbecken und einem wunderschönen Ausblick. Könnten Sie bitte ganz kurz die Tür zumachen? Ich habe das vergessen. Soll ich auch absperren? So, schön.
Oh nein, es geht schon wieder los. Ich darf mich nicht draufsetzen. Ah, okay, jetzt ist das Klo auch gleich weg? Nee, auch. Achso, okay. Nee, nee, nur das Klo. Das ist, leider ist das auch. Seitdem die Toilette da ist, falle ich immer durch die Toilette. Das ist einfach zu klein. Wie im Real Life ist das. Ich falle immer in die Toilette rein. Aber du bist doch gar nicht so klein, dachte ich. Ach, ihr seid schon oben. Okay. Genau, hier sind die Lagerräume. Ich habe so gut es geht alles beschriftet und. Ja, es ist alles, wie gesagt, ja, für Baupläne habe ich hier extra so Bücherregale hingestellt. Und ansonsten, ich habe geguckt, dass ich alles irgendwie schön sortiert hier. Das heißt, die Leute können hier auch ihre Klamotten reinlegen, wenn sie was zu viel haben, meinst du? Richtig. Ja. Hatten wir ja beim letzten auch und es war so viel, dass uns teilweise die Schränke nicht gereicht haben. Aber die Mod-Bauteile sind eigentlich ganz gut. Ja, diese Schränke haben verdammt viel Platz und von mir aus können die Leute jetzt hier alles vollhauen. Jetzt. Solange es sortiert bleibt, ist alles gut. Ich komme mal vorbei. Gibt es hier auch eine Sammelkiste? Extra, ich kann ja extra eine Kiste hier hinstellen, so einen Schrank. Sammelkiste von Dex. Ressourcen kommen dann unten wahrscheinlich in die Werkstatt, ne? Ja, da habe ich nicht extra was gemacht, genau. Ja, da ist jetzt nichts drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Glasbauteile jetzt nicht unbedingt, aber die machen echt verdammt viel Licht, ne? Ja, und das war mir wichtig. Ich wollte, weil ich hatte hier vorher eine Steindecke drin und das sah so gedrückt aus dann. Ja, das ist was mich immer in den Basen so stört. Deswegen habe ich bei mir dann auch die Front komplett nochmal abgerissen und dann alles aus dem neuen Glas Bauteilen gemacht. Keine Ahnung, was das für welche sind. Also das war mir wichtig, dass hier Licht reinkommt dann. Ja, hier muss ich noch überlegen, ob ich noch irgendwie was anderes bisschen hinmache. Vielleicht nochmal so eine Hängematte oder so. Mal gucken. So. Der Affe darf im Stall bleiben, oder was? Ja, hier wurde mir schon gesagt, wir sollen das doch zumachen als so eine Art Voliere. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber, nee. Wäre sonst ein bisschen kompliziert zum Hinfliegen. Aber der Ausblick von hier ist auch sehr schön. Der Ausblick ist sowieso top. Guck mal, da hinten im Hintergrund geht gerade ein Loot runter. In der Nähe vom roten Strahl. Da drunter. Sieht cool aus gerade. Ist auch ein bisschen bewölkt. Das ist eigentlich auch das, wie man das Tier am leichten findet. Fliegt zum roten Ort, fliegt ein paar Mal drum und dann seht ihr das schon. Das stimmt. Eigentlich ja. Also roter Ark ist eigentlich ein guter Spot auch. Ist auch nicht so viel los. Ist nicht so böse Tiere wie jetzt in den anderen Regionen. Genau. Wir sind damals zu Fuß, ne? Nackt komplett hierher gerannt vom Strand aus. Als wir auf diesen Server gegangen sind, genau. Und ich habe es jetzt auch extra nochmal getestet. Also selbst wenn man als Neuling hier auf den Server kommt, man kann wirklich komplett nackt ohne irgendwas hier wirklich herkommen. Also es geht. Ja, das ist auch kein so. Problem. Da drüben ist übrigens die Note von Bob für Jane. Ich muss alle in den Höhlen noch einsammeln. Ich habe alle überirdisch eingesammelt, aber die unterirdisch noch nicht, weil ich mich in die Höhlen traue. Apropos Note, hier bei unserem Rexy hier drüben, aber da können wir gleich noch hin, damit du die andere Brücke noch siehst. Mhm. Da ist auch noch eine Note, also die habe ich extra offen gelassen. Da kann jeder vorbei und sich die auch noch abholen. Dann weiß schon mal jeder, wo eine ist. Toll. Ah, wir spielen ja jetzt letzter Zeit nur noch auf dem Community-Server. Was jetzt nicht schlimm ist, aber Let's Plays sind ja gerade im Moment komplett stillgelegt, weil ja das Center ja verschoben worden ist und wir warten alle sehnsüchtig auf Scorch Earth. Ich will endlich mal wieder loslegen. Ja. Bisschen gerade so alles eingefroren hier vom Ark technisch. Also wenn ihr noch Ark sehen möchtet, bei mir auf dem Kanal ist im Moment ein bisschen wenig, wegen diesem Problem von den zwei Maps, worauf wir warten. Eine neue Staffel anzufangen wäre doof. Und wir sind eben live auf dem Community-Server. Könnt ihr drauf joinen? Ich spiele ja selber auch mal drauf. Also in letzter Zeit zweimal die Woche mindestens, ne? Soll ich euch helfen, wenn ich höre? So. Und dann gehen wir noch da oben zu der Brücke und dann. Aber hast du fast geschafft, ne? Ja.
Das Inselchen hatten wir schon, ja. Sehr schön. Genau, hier ist nämlich eine Note bei dem Rex. Einmal rechts abbiegen. Oh, die nehme ich mal nicht. Nehme ich alles immer klar. Mit einem Tier, immer dann kriege ich ein bisschen mehr Punkte. Hat Tyrannosaurus du hier? Ist der Rex, steht der immer hier? Ist er ja, aufpassen. Ist so ein bisschen zum Aufpassen, genau, falls hier doch mal ein bisschen Ramazamba ist. Genauso wie da unten der Truthahn da unten, also die passen hier ein bisschen auf. Steine hier kann noch jemand ein bisschen wegklopfen, wenn sie wollen. Noch Material drauf. Wow, die Brücke sieht toll aus. So wunderschön. Genau, und auf den Schildern steht eigentlich ziemlich immer das Gleiche eigentlich. Aber gut, dass du die wirklich überall hingestellt hast, weil wenn da jemand anders von der anderen Seite in die Base reinkommt und das Tier heimt, dann wissen sie nicht, was man braucht oder was man machen soll. Ja. Gut gemacht, gefällt mir die Brücke. Vielen Dank. Mag ich. Man kommt auch überall hier zu Fuß hin. Also ich habe ich habe hier auch irgendwo immer so kleine Treppen hingebaut und also alles so ein bisschen versteckt zwar, aber war gut gemacht. Ich finde das alles. Du hast, ich sehe das so, hast es gebaut. Was war das Nervigste an der ganzen Bauerei? Der ganze Zaun drumherum ziehen? Nee, nicht mal. Ich glaube, das meiste, was mir nicht Nerven gekostet hat, war. Ich glaube, das war tatsächlich die große Brücke da oben. Ja? Ich glaube, das war das Schlimmste, ja. Ja, so ziemlich. Oh. Ihr habt aber auch diese hässlichen fliegenden Steine, oder? Ich habe es so jetzt tatsächlich nur sehr selten. Also ich weiß gar nicht, was für Einstellungen ich da habe. Ja, ab und zu. Ich habe nur noch Fliegen. Also es gibt keine Steine, die gar nicht mehr bei mir fliegen. Es sind alles fliegende Steine. Überall, wo ich hingucke, sind fliegende Steine. Echt? Also hier fliegt bei mir jetzt gar nichts. Hast du das vielleicht ausgestellt, dass du keine Steine siehst? Also die Qualität der Grafik vielleicht auch runtergestellt, dass du keine Steine siehst? Möglich. Das kann sein. Weil wenn du die hochstellst, fliegt ja alles nur noch. Überall ist egal, welchen Felsen, welchen Berg oder welche Kante ich fliege, es sind überall Steine, die fliegen. Wow. So, und damit wären wir wieder beim Start. Am Start, genau. Voll gut. Bei deinem Tapichara. Stellt euch mal neben mich. Willkommen. Da oben auf dem kleinen Hügel, wo wir gerade runtergelaufen sind. Ich glaube, wir drehen uns am besten so rum. Mit der Sonne. Doch. Gott sei Dank. Also, dass ich meinen Charakter nicht schön machen kann, also das ist echt total bescheuert. Wir können auch da unten auf die kleine Insel, da hast du einen Schatten. Nö, den Schatten habe ich automatisch schon immer so gehabt, aber wir stehen eigentlich ganz gut gerade. Super, nochmal. Wenn ihr gerne mitspielen möchtet, der Community Server ist free. Guckt euch vorher, wenn ihr jetzt keine Mods haben möchtet oder gerne erstmal vorher wissen möchtet, was für Mods installiert werden, kommt im Discord vorbei, steht alles drin, da kriegt ihr auch die ID, also die IP für den Server, das Passwort und sonst auch alle anderen Informationen, wenn mal was Neues ist, vielleicht ein neuer Mod installiert wird oder irgendwas, vielleicht ein Event läuft gerade auf dem Server, gibt's alles im Discord. Tierheim ist free, könnt ihr euch immer was nehmen, wenn ihr was braucht. Ihr könnt auch was vorbeibringen. Und ich zeige nochmal ganz kurz das letzte Mal nochmal schnell die Koordinaten. Das sind die richtigen Koordinaten gerade. Hier. 8217. Da sind wir. Super. Ihr zwei, Bloody, Aria, Dankeschön fürs Führen. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und mal wieder für die ganze Betreuerei hier auf dem Server. Das sind übrigens unsere zwei Admins. Zwei unserer Admins, so ist es richtig. Und ich glaube, das war's. Ihr Lieben, tschüss. Bis dann. Ja.
Ja, ciao. Und tschüss. Ihr könnt immer auch gerne bei Twitch mal vorbeigucken und dann sieht man das Ganze dann eben auch dann live. Bis denn und tschüss.